So, hallo und herzlich willkommen zurück zur 16. Folge Minecraft Varro. Guten Tag. Hallo, Minecraft. Hat er sich auf der Kiste ausgelockt? Ja, wir haben heute große Pläne. Aber das ist Tages, weil jetzt sieht man nicht direkt die Lava. Aber die ist da hinten, diese Richtung. Hier hinter dem Kopf ist irgendwo. Ja, sollten wir finden. Ja. Wo ein Pikmin. Ja, wir haben echt viel zu tun. Und ich denke, ich fange mal direkt damit an. Gib mir mal deine Chestplate sofort an. Dann mache ich dir sofort Prot 2 drauf. Bitteschön. Kurz die Server-Conf hier auf. Amboss. Ich mach einmal, ja. Jo. So, Prot 1 Buch. 2 Level, ja, so, easy. Wie viel soll ich machen? 5 extra noch? 3 sind in der Kiste, 3 sind in der Kiste. So, also noch 2. Yep. So. Zack. Den Envel brauch ich direkt ab. Deine Tier-Chest liegt auf dem Boden, ne? Jo. Gib die mal auf. Vielen Dank. So, dann mach ich mir jetzt nochmal kurz ein paar Bücher. So viele Löcher hier, ey. Hier, ja, hier. Perfekt. So, noch Bücher. 2 Platz und dann kann ich noch füllen. Okay. Wie sieht's mit TNT aus? Bezauberungstisch. Wir haben keinen Sand, den müsstest du farmen gehen kurz. Gunpowder haben wir aber. Okay. Sand finde ich am besten. Wieder. Gott, ich bin ein bisschen am Zittern. Da müssten ja irgendwo so kleine Seen sein. Hier kann ich bitte mal Level 1 bekommen. Sharpness. Wir brauchen 4 Sand, ne? Ja. Power. Ja. Efficiency. Oh ja, Junge, das gibt's doch nicht. Nehmen wir das mal wieder da rein. Na? Ich brauche ein bisschen. Wasser. Nee, Wasser brauchen wir nicht. Könnte auch. Nee, hier ist Wasser und da sollte dann. Achso. Ach, ja, hier ist kein Sand. Doch, da ist aber ein Fluss, da müsste auf jeden Fall Sand sein. Also, ja, wir können immer erklären, was wir machen wollen. Wir werden nicht sagen, wen wir töten möchten, aber wir möchten niemanden töten. Ja. Oh Gott, leider. Und ihr werdet gleich wahrscheinlich schon wissen, wer das ist. Beziehungsweise ist das in dem Fall jetzt auch ein bisschen doof, weil unsere Folge, in der wir das vorbereiten, wird sogar nach der Folge bei unseren Gegnern kommen. Ja. In denen sie dann sterben oder wir wenn's sterben. Wenn es klappt. Ja. So. Das gibt's nicht. Ich krieg kein vernünftiges Buch. Ich krieg kein Buch mit Protection. Stimmt. Komm, jetzt aber. Muss doch klappen. Du brauchst nur Protection, ne? Ja. Ja. Da ist ein Enderman, ich kill den eben. Ja, mach das. Leder, so. Gib mir doch Protection, bitte. Efficiency, komm! Oh shit. Power, Alter, das kann nicht wahr sein. Er ist abgehauen. Doch, er ist er. Gibt's ihn. Ah, nichts gedroppt. Schade, schade. Gar nichts? Wir müssen uns beeilen, ne? Oder ist ein Pferd? Ja, ist. Crafter, wir brauchen eh den Sand erstmal. Hast du den schon? Hab ich. Ich komm zurück. Hast du, sehr gut. Sehr gut. Sharpness. Ich komme! Power, ich krieg kein Protection. Ich mach's nicht, glaube ich. Lass es einfach sein. Nee, ich hab jetzt so viele Bücher verzaubert, aber wir können uns das Power 3 oder sowas wieder machen. Wie viel hast du? Also wir haben jetzt noch die Hälfte vom Zuckerrohr. Ja. Keine Ahnung, wie viele Bücher ich jetzt gemacht habe, aber es ist bei einigen Efficiency oder so ein Crap rausgekommen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall genug Power- und Sharpness-Bücher. Das ist fast nur rausgekommen. Du hast kein einziges. Kein Protection, nee. Ich habe, glaube ich, 4 oder 5 Power-Bücher und 3 oder 4 Sharpness-Bücher rausgekommen. Ja, Alter, das war echt Pech. Da ist noch ein Enderman. Und hier ist ein Zombie-Pigman einfach. Ja, kill den Enderman noch schnell, aber dann sollten wir loslegen. Ja. Soll ich schon mal das TNT craften? Hab jetzt 2. Nice. Soll ich das TNT craften? Ja, ich hab. Oder lass mich machen, ich hab ja den Sand. Okay, Gunpowder ist in der Kiste drin. Jo. Können wir noch irgendwas machen? Nee, ne? Das war's schon. Teile dürften wir genug haben, ja. Sag, wir haben von allem genug. Das sollte eigentlich passen. Okay. Ja, bereit. Okay, auf geht's. Go. Ja, Trottel. Du hast die ganzen Lava-Eimer, ne? Ja, 6 Stück, ne? Ja. Ich habe auch noch Blöcke mit. Damit wir das schön richtig bauen können. Auf. Hier lang, Tim. Jo. Ich folge dir. So, wir müssen da unten durch. Ich habe übrigens gesehen in einer Folge, das ist mit meinem Schneiden, glaube ich, aufgefallen. Oder nee, ich habe deine Folge geguckt, wie du meinen Durch schon wieder verarscht hast. Ja, die Bedwars-Folge, ne? Ja, stimmt, das war die Bedwars-Folge, genau. Kurz nachdem ich es gesagt habe, habe ich gedacht, ach kacke, ich habe es lieber nicht gesagt. Das habe ich nämlich gar nicht gehört in der Aufnahme. Aber dann nachher, als ich das Video geguckt habe, habe ich es gesehen. So, das müsste hier irgendwo jetzt weiter unten noch sein. Guck mal gerade. So viel Feuer, was machen die denn hier? Ja, das ist am Feuer hier vorbei, warte. Hier muss es irgendwo weiter runter gehen. Hier ist es. Okay. Oh Gott, wir sind da. Wir sind gleich da. Ja? Ja, wir sind gleich da. Hier vorne nur noch rechts und dann sind wir da. Junge.
Oh mein Gott. Ich sag mal, alle wissen jetzt schon, worum es geht. Ja, guck mal, hier ist direkt Lava. Ja, eben. Also, hätten wir nicht mal geht's was. Geht's da weit runter? Ich war mir nicht sicher, ob wir da runter können. Hm. Hier drin sind die. Okay. Dann, wir müssen jetzt überlegen, weil wir dürfen halt auf gar keinen Fall das so kaputt machen, dass sie da nicht raus können. Wir müssen das mal zubauen. Dass sie instant sterben. Das müssen wir zubauen. So, jetzt gehen wir eins tiefer, überall. Genau, mhm. Und darunter. Darunter, also die Schicht machen wir auch noch weg, die hier. Genau, erstmal wegmachen. Die wird durch Lava ersetzt. Die da drunter. Nee, die hier, oder? Nein, die da drunter. Hier. Die da drunter. Da muss Lava hin. Hier, Achtung, okay. Ich setz das rein. Da. Ja, warte, wie gehen wir dann wieder hoch? Durch die Wand hier einfach, ne? Ja, ja. Grab die auch mal weg. Geh mal weg. Ich mach das, ja? Okay, dann gehe ich nach oben. Ich mach am besten, falls sie sich zur Seite weggraben, mach ich's einfach so. Ja, kümmer du dich da mal drum? Ja. Ich guck mal, dass ich die 8 Blöcke hier überall abzähle. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist hier. Dann muss ich hier eine Netherrack-Schicht an dem Rand bauen, sodass die Lava nicht in die Lava reinfließt. Hört sich sau dumm an jetzt, aber ist so. So, jetzt muss ich da hinten Lava hinsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier. Und da alles dicht machen. So. So. Okay. Das ist eh richtig, jetzt oder? Sollte eins, das da alles passen. 4, 5, 6, 7, 8, jawohl. Und jetzt machen wir dort wieder Blöcke drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist hier. Das kann man aber, ja, ich weiß nicht. Okay, das ist alles gut so. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist dieser Block hier. Ich mach das mal so. Okay, folgendes. Wir haben ja viel Lava, wir können da runterlaufen, ja, ne? Guck. Wir können hier einen Lava-Eimer hier machen. Das sind 8 Blöcke, wenn ich mich richtig abgezählt habe, ne? Ja. Wir können uns hier auf dem Rand hier fortbewegen. Ich setz mal hier einen Lava-Eimer, okay? Ja. Der dürfte jetzt genau bis zu dem Ding fließen. Mhm. Ja, genau. Dann hier oben, genauso einer. Da, wo du jetzt in der Nähe stehst. Also, warte mal. Hier, auf einem von den 2 Blöcken. Ich mach wieder. Mhm. Rein theoretisch können wir hier jetzt auch noch einen setzen, damit das zufließt. Ja, gucken wir nochmal kurz neue Lava. Haben die Enderpearls? Ich bin mir nicht sicher, aber könnte gut sein, aber ich glaube nicht. Und selbst wenn, ist es extrem gefährlich, die hier zu werfen. Naja, hier kommt auch noch ein Lava-Eimer hin. Springen und dann sind sie schon weg. Weiß nicht. Mir wäre es, glaube ich, zu unsicher, eine Enderpearl zu werfen. Ich mache hier Lava hin, ja? Achtung. Ja. Alles safe. Jetzt können wir in den Ecken noch welche zum Ausgleichen setzen. Mhm. Dann gehe ich mal hier hoch. Mach hier was rein. Ist hier richtig? Nein. Nicht? Ich glaube, das fließt dran. Nee, passt. Ist in Ordnung. Warte, ich mache da mal hier was hin. Ich glaube, hier kann ich auch eins hinsetzen. Warte mal. Ja, passt. Nee, da kann ich sogar noch weiter vor. Hier hin. Noch eins weiter vor. Jetzt sollte es zufließen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist perfekt. Ich sag, die kommen hier nicht raus. Nicht direkt. Ups. Wow. Ah. Wenig. Achtung! Geh! Ja. Ups. Alles gut. Ich brenne jetzt ein bisschen vor mich hin. Jetzt kann ich gleich sehen, wie viel Herzen das zieht. Ja. Okay, waren 3 Stück. Nur 3. Okay. Ja. Okay, hier in die Ecke noch einen. Mhm. Da kann man, glaube ich, hier einen hinsetzen. Einmal weiter vor sogar noch, ne? Ja. Okay, andere Ecke auch. Und nimm dir nochmal neue Lava, falls die irgendwie rauskommen und uns angreifen, weil die fließt ja so richtig schnell, dann können wir das Kampfmittel richtig gut einsetzen. Ja. Enderpearl auch nicht vergessen im Inventar. Ja. War das also richtig? Ich sag, das ist perfekt. Wollen wir uns Cauldrons craften? Wofür? Zum Löschen. Geht das? Ja. Hast du Eisen mit? Ja. Ja, sehr gut, ich hab Wasser. Geht das im Nether eh? Ja, also, ja das ist halt die einzige Möglichkeit, glaube ich. Perfekt. Okay, ja. Ich weiß nicht, wollen wir hier oben sein dann? Oder wo wollen wir sein? Vielleicht einer hier, einer da hinten. Ich würde mich nicht aufteilen, wenn die dann beide einen Enderpearl haben und dann zu uns hinwerfen. Ich würde hier oben bleiben, wenn ich ehrlich bin, glaube ich. Hast du eine Werkbank? Hast du noch eine? Ja, habe ich. Okay, setz mal. Dann mache ich einen Cauldron. Wir können das mal testen. Ich mach dran. Okay. Achtung. Okay. Oh nein, ich brenne, Vini, hilf mir, nein! Okay. Jawohl, Tim! Aber das Wasser geht aber weg. Ne? Okay. Ja. Nimm mal wieder raus, geht das? Nee, ne? Nee.
Ah, shit. Aber ich habe noch ein Wasser. Okay, Wasser das einmal. Ist gut. Dann nehme ich kurz mein Zeug ins Inventar. Mache ich das mal so. Das mal so. Ja, wir sollten das... Mal guck mal. Das TNT vergiss nicht, ne? Ja, das gebe ich dir mal, okay? Wenn ich den Cauldron habe. Mhm. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht sogar hinten, da hinten, wo der Zombie-Pigment läuft, auch noch Lava hinsetzen, dass die mit der Enderpearl nicht wegkommen, wenn wir an der Säule werfen. Wir haben jetzt noch Zeit. Ja, stimmt. Ansonsten lass, so, halt lass an die Säulen einfach Lava setzen, oder? Ja, okay. Warte, Vorsicht, bist du bei mir? Nee, nein. Gut, setz ich kurz zur Lava hin. Ich habe noch XP in der Zeit. Ja. Und wir stehen hier oben, ja? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Weil dann können die nirgends anders hin. Mhm. Es wird spannend. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten. Was ja. Schon. Noch genug Zeit, sag ich. So, hier nochmal einen. Alter, hin. Hier ist noch so viel Quarz. Hier nochmal einen hin. Ich habe jetzt schon wieder 11 Level fast. Jetzt gucken, wo das alles hinfließt. Okay, eins fließt da hinunter. Ich komm zu dir. Sag, die kommen nicht wirklich weg. Das ist sehr gut. Geht alles nach Plan. Da hinten mache ich noch dicht. Damit die da auch nicht hinkommen. So, hier noch einen. Obwohl, warte mal, da muss ich Blöcke hinsetzen. So. Meinst du, die sehen instant, dass da was schief läuft? Ja. Ja? Ja, ich bin mir 100% sicher, dass die das sofort sehen. Weißt du, was halt das Idiom ist? Weil die sind unten drin. Die können nicht wirklich sehen, dass wir da überall Lava platziert haben. Ja, weißt du, ja, das nicht. Außer sie buggen irgendwie. Weißt du, was das Ideale wäre? Nein. Mobs greifen dich ja schon an, wenn du auch noch in der Schutzphase bist, ne? Ja. Deswegen wäre das Perfekte, was passieren könnte eigentlich, dass, wenn sie sich einloggen, ein Ghast direkt in der Nähe ist und die sofort abschießt. Weil dann sind wir nicht schuld dran. Woran? Ja, dass die sterben, weil sie gespawnt wurden. Sind die nicht schuld dran? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Boah, nee. Ja, ich lebe am Limit. Okay. So. Ich hol mir noch einen Lava-Eimer, damit ich zwei habe. Vielleicht noch. Warte, wo? Ja, da wo wir spawnen. Meinst du da den Hang runter? Ja. Fließt, müssen wir aufpassen, dass es nicht zu weit fließt. Nee, okay, ist egal, lass uns das erstmal lassen. Ich mach hier noch einen hin, auf jeden Fall. Hier so. Und dann können wir noch weiter Quarz abbauen und dann müssen wir warten. Was wir so super gerne machen. Ich hoffe mal, die nehmen heute noch auf. Das Harte ist ja, die nehmen heute noch auf und deswegen wussten wir halt genau, ja, wo sie sind. Ja, müssen die ja, ne? Ja, müssen die. Sonst kommt morgen keine Folge bei denen. Und du bist ja auch sicher, dass sie aktuell waren? Habe ich gar nicht nachgeguckt. Okay. Ja. Alles verzeichnet, Tim, keine Sorge. Sehr gut. So. Einen Lava-Eimer hole ich mir noch und dann war's das. Ich habe 15 Level. Lohnt sich das noch irgendwas zu enchanten? Haben wir noch irgendwas? Wir haben eine Menge Powerbücher, aber jetzt zurücklaufen geht sich nicht mehr aus. Nee. So, ich komm zu dir. Außer halt Projectile Protection 3 vielleicht. Oh, ich brauche ein paar Blöcke. Hol mir ein bisschen Netherrack kurz. Weißt du was, ich mach das einfach. Warte, du hast ja noch Schuhe für mich, oder? Kann das sein? Nee. Nee, das sind meine Dia-Schuhe. Wieso hast du Projectile 2 auf denen? Ja. Ja, dann passt das eh. Nee. Die Schuhe habe ich jetzt nicht mit. Ich wollte jetzt noch besser enchanten. Auf was? Auf Projectile 3 oder was? Ja. Nee, die habe ich nicht mit, leider. Okay. Weil ich habe jetzt eh Zeit. Wollen wir vielleicht einen Weg nach oben bauen, über die Lava, sodass wir das TNT droppen können, falls sie sich einbauen? Nee, oder? Also ja, aber wie wollen wir das droppen, wenn die ganze Lava dort ist? Hinbauen. Ja, so einen Weg oben drüber, dass wir das TNT einfach nur hinsetzen und fallen lassen. Na, würde ich, glaube ich, lassen. Meinst du? Ja, wir können es ja ganz einfach mit Blöcken hinbauen. So, ich hab's jetzt schon. Ja, aber wenn die uns runterschießen, landen wir in der Lava und sind tot. Deswegen meine ich. Wenn wir den jetzt bauen, ist es safe. Boah, 7 Level. Und das kostet 13. Brauche ich noch ein bisschen was? Ja, okay, mach mal. Also, ja. Guck, wenn wir diesen Weg hier haben, dann müssen wir nur das TNT hier hinsetzen und fallen lassen. Ich sehe es gerade nicht. Ich muss gerade noch ein bisschen XP sammeln. Wie viele Level hast du? 6. Okay. Oh Gott, der hat einfach falsch anbekommen, der Zombie. Der Pigman, ne, der ist gerade runtergefallen daneben dir, ich hab's gesehen. Ja. Ich dachte, ich habe den geschlagen oder so. Aber nein, das warst du selber, mein Freund. So. Na, dir Pig ist auch bald kaputt. 13 hab ich gesagt, ne? Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, wir werden gekickt. Komm dann direkt zu mir, komm direkt zu mir. Scheiß drauf, ja. Scheiß drauf, Tim. Komm her. XP's! Okay, ich habe 8 Level.
Egal, mache ich dann irgendwann später. Lass hier stehen, okay? Ja. Oh, ich habe jetzt die ganzen Sachen da gelassen, aber ist egal, können wir später abbauen. Mhm. Hier? Oder komm, ein bisschen weiter weg. Komm hier. Oh. Ja, shit. Weil die werden jetzt sehen. Das geht schon. Ja, ich werde. Ja, wird schon passen, wird schon passen. Die werden es eh merken, sag ich. Ich guck in die Konfi. Ich bin jetzt schon so aufgeregt, sag ich dir. So aufgeregt. Ja. Gleich geht's los. Ob es geklappt hat, werdet ihr allerspätestens morgen sehen, denke ich. Aber wahrscheinlich habt ihr es auch schon bei anderen gesehen. Genau, ja. Und hier seht ihr jetzt den Masterplan dahinter. Diesmal kommt er von mir und nicht Tims Falle. Hey, hast du irgendeinen Plan gemacht? Aufgezeichnet? Ach so! Nein, aufgezeichnet nicht, aber das war meine Idee. Ach so, nee. Und ich habe ein Textdokument. Ich dachte, du zeigst jetzt irgendwas in die Kamera, so von dem Plan. Hä, nee, ich habe ein Textdokument, Plan, das muss ich jetzt. Hier, Screenshot, pam, der Plan. Stellt euch vor, ich hätte ihn auf einem Zettel und würde ihn in die Facecam halten. Okay. Okay, wie dem auch sei, ich hoffe, es hat gefallen. Könnt ihr eine Bewertung da lassen? Bei mir und beim Tim. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Vado. Bis dann. Tschüss.